Einen wunderschönen guten Nachmittag an alle die neuen Zugänge. Wir sind hier im Clara Brocchi, um einfach die andere Seite von Nietzsche kennenzulernen. Weil meistens, wir wissen alle, er hat in Basel 10 Jahre als Professor gearbeitet. Sehr traurig ist, nachdem er hier weg war, dass er zurückgekommen ist, um kurz in einem Heilanstalt eingeliefert zu werden. Also 2 ganz dramatische Besuche hatte er. Aber anhand dieser 10 Jahre in Basel als Professor habe ich gedacht, wir müssen unbedingt darüber reden und etwas anbieten, weil er hat die Straße von Basel sozusagen als Inspiration benutzt. Er ist immer wieder von zu Hause aus langsam spaziert in Richtung Bahnhof, langsam zurück nach Hause, und diese Spaziergänge hat es ihm ermöglicht, alle die tollen Dinge, die er zu der Zeit geschrieben hat, ganz flott auf Papier zu setzen. Deshalb fangen wir in diesem Heldenleckerli an. Ich bediene zum Thema Helden, grüezi wohl, ein paar Leckerli, Appetithäppchen von den beiden Herrschaften. Der Nietzsche hat zum Beispiel gesagt, Entschuldigung, können wir bitte die Musik ein bisschen runterdrehen? Können wir ausschalten? Ah, Wunder gibt es immer wieder, das ist aber nicht von Nietzsche. Also Nietzsche, also sprach Nietzsche, dass die männlichsten Männer herrschen, ist in der Ordnung. Zum Thema nicht total frauenfreundlich immer, habe ich so meine Lieblingszitate auch ausgesucht, von wegen, wer hat er wirklich über Frauen gedacht? Oder zum Beispiel hat Nietzsche auch gesagt, über das Weib soll man nur zu Männern reden. Das ist auch gut, ne? Und auch hat er über Frauen geschrieben, Oberfläche ist des Weibes Gemüt, eine bewegliche, stürmische Haut auf einem seichten Gewässer, haben wir schon gehabt. Da ist sehr gut zu wissen, Damen, der Nietzsche ist total wahnsinnig gestorben und so einiges, was er geschrieben hat, bestimmt hat er geschrieben, während er wahnsinnig war. Aber unser lieber Herr Nietzsche hat auch wirklich komponiert. Damals war so Usus, man schreibt, man komponiert, man macht alles Mögliche. Deshalb habe ich uns gefunden für dieses Heldenleckerli von dem Herrn Nietzsche ein Klaviersolo mit dem tollen Namen Heldenklage. Wie beweint man es, wenn ein Held gestorben ist? Und an den Stellen, wo er Fermate geschrieben hat, habe ich uns auch parat gelegt, weitere Nietzsche-Zitaten, damit Sie nachvollziehen können, wie der Nietzsche aus einem Guss sowohl geschrieben hat Wörter als auch Musik. Ist einfach natürlich aus ihm geflossen. Allora, mit meinem Assistent Richard bitte ich uns die Heldenklage von Nietzsche an. Nietzsche sprach, singe mir ein neues Lied. Von sich reden kann auch Mittel sein, sich zu verbergen.
Die Welt ist verklärt und alle Himmel freuen sich. Und wenn das nicht eine tüchtige musikalische Heldenklage wäre, wow. Dann kommen wir zu dem Thema Wagner und Nietzsche. Die beiden Herrschaften waren sehr gute Kollegen, haben sich geliebt und respektiert, aber dann kam da ein ganz klarer Bruch. Und der Nietzsche hat bekanntlich, genauso wie Thomas Mann, längere Sätze geschrieben. Deshalb möchte ich Ihnen mit vielen Zwischensätzen einen Satz vorlesen, was der liebe Herr, grüezi wohl, wir sind bei Wagner und Nietzsche, ganz entspannt. Aber einkaufen ist hundertprozentig erwünscht. Kaffee trinken, alles ist total erwünscht. Einmal bitte lustig sagen, hoi otoho. Hoi otoho ist noch besser. Deshalb der Speer und der Assistent. Alles ist erlaubt hier. Also wir sind gerade dabei, einen langatmigen Satz von Nietzsche über Wagner zu lesen. Ach, ich wollte, ich konnte dir in behaglicher Abendstunden die viele kleine Einzelheiten erzählen, die ich über ihn, meistens durch seine Schwester, weiß. Ich wolle, wir könnten die Dichtungen miteinander lesen, die Romund so hochschätzt, dass er, Richard Wagner, für den bei weitem ersten Dichter der Generation hält und über die auch Schopenhauer, wie Wagner mir erzählte, sehr gut gedacht hat, wir konnten zusammen den kühnen, ja schwindelnden Gang seiner umstürzenden und aufbauenden Ästhetik gehen. Wir könnten endlich uns von dem Gefühlsschwunge seiner Musik wegreißen lassen, von dem schopenhauerischen Tonmeere, dessen geheimsten Wellenschlag ich mitempfinden, sodass mein Anhören wagnerischer Musik eine jubelnde Intuition, ja ein staunendes Selbst-sich-Finden ist. Und das war ein Satz, wie man so geredet hat damals. Na? So, da haben die beiden sich noch ein bisschen verstanden. Und wieder Herr Wagner trauert an der anderen Seite, ist für mich am klarsten musikalisch dargestellt, wenn wir im Ring der Nibelungen reindenken. Da wird ein Held gezeugt, Siegfried, der soll die Welt retten. Und wenn dieser Siegfried dann stirbt und sozusagen jegliche Hoffnung, dass die Welt hier gerettet werden kann, in diesem Märchen, verloren gegangen ist, hat Wagner einen Trauermarsch komponiert, was wir alle immer wieder gerne hören. Und ich spiele das gerade hier in Clara Brocchi auf diesem schönen Klavier wieder, weil damals gab es kein Internet. Man hat zum ersten Mal eine neue Musik gehört in dem Wohnzimmer von einem Freund, von einem Komponisten. Deshalb finde ich, das ist herrlich, dass wir in der kleinen Gruppe auch, so wie damals zu Wagners Zeit, das ersthändig kennenlernen können. So ein Moment Trauer über Siegfried und ich steige ein mit dem Trauern. Der Wagner hat so herrliche Bühnenanweisungen geschrieben. Er hat geschrieben an dieser Stelle von dem Trauermarsch. Der Mond bricht durch die Wolken und beleuchtet immer heller den die Berghöhe erreichenden Trauerzug. Das ist schöne Beleuchtung auch für die Stelle. Thank you.
nur bis dahin, sonst sind wir alle total im Trauer verfallen. Und einfach, das muss man wissen, für den Fall, man hat eine Situation, wo man nicht mehr aussprechen kann, wie schlecht geht es mir und man kann mal nicht mehr mit jemandem darüber reden, dann hört man sich das an, um ein bisschen zu lockern, die Ehrlichkeit sich selber gegenüber, weil Trauern, das ist von mir übrigens nicht von Herrn Nietzsche, ist eine Notwendigkeit. Genauso wie Gefühle von Rache sind ganz natürliche Emotionen und je weniger man die Emotionen verdrängen kann, desto natürlicher, gesunder und schöne blendende Haut und Augen haben sie. Sie leben auch ehrlich dahin. Fabelhaftes Publikum haben wir hier. Also, da wir jetzt so extrem getrauert haben, wir haben gedacht, um uns zu motivieren, um stolz zu wandern zu einer Heldenstätte, finde ich bei der Kartäuserkirche diese Waisenhausareal, das sind Helden, die sowas anbieten, sowas gebaut haben an Theodorskirchplatz. Da nehmen wir uns ein bisschen von Herrn Nietzsche mit auf dem Weg. Herr Nietzsche hat in seinem Werk Morgenröte Gedanken über die moralischen Vorurteile geschrieben. Also sprach Nietzsche. Von allen Trostmitteln tut Trostbedürftigen nichts so wohl als die Behauptung, für ihren Fall gebe es keinen Trost. Darin liegt eine solche Auszeichnung, dass sie wieder den Kopf erheben. Dann nehmen wir uns jetzt mit erhobenem Haupte, das ist mein Wotanspeer von Clara Brocchi, gespendet für den Tag, damit ich mild und leise im Sinne von Nietzsche und Wagner zu der Heldenstätte spazieren kann, designiert heute. Ich habe tolle Kollegen vom Theater Basel, die mithelfen, mitspazieren, um auf uns aufzupassen. Einmal die Sofia Pavone, eine wunderbare Mezzosopranistin. Dann haben wir als Sound- und Kameramann insgesamt ein Tenor, Nathan Haller, Hello Baby, und dann ein fabelhafter Bass, José Cocalozza, die auch im selben Sinne mitspazieren Richtung Kartäuserkirche. Wir nehmen alle einen Schluck Wasser und wir sehen uns.